Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Rinderhaus. Servus. Richtig? Karl. Was geht? Oder? Ja, nix, alles gut. Ich melde mich von iTrades Pro. Von was? Haben Sie schon mal davon gehört? iTrades Pro. Warte mal, ich muss mal kurz in ein anderes Eine Zimmer. Hier ist so regulierte laut. Warte mal bitte kurz, ich höre Online-Trading-Plattform. nicht richtig. Bitte. Doch, jetzt Wo nochmal sind Sie bitte. Ich denn? habe gerade gar nichts verstanden. Alles klar, dann nochmal von vorne. Dann spreche gerade mit mir an dem Redehaus, oder? Ja, Karl? klar. Okay, perfekt. So, ich rufe Sie von iTrades Pro an. Das ist eine lizenzierte Online-Trading-Plattform, wo Sie sich bei unserer Werbung fürs automatisierte Handeln angemeldet haben. Und da wollte ich Ihnen mal kurz, ja genau, wollte ich Ihnen mal kurz unsere Plattform vorstellen. Können wir das jetzt machen? Wie viel Zeit brauchen wir? Ja, 10 Minuten maximal. Boah, das passt, das Nicht kriegen wir mal. hin. Okay. Haben Sie einen Computerrechner vor Warte, sich, ich dass Sie muss dann kurz kurz auf Bescheid Google? sagen, dass ich kurz weg bin. Warte mal. Ich komme gleich wieder. Wartest du? So. Kann losgehen. Ja, hören Sie mich? Ich höre Okay. dich, ja. So, gehen Sie mal bitte kurz auf Google. Warte. Dann werde ich Ihnen kurz die Webseite buchstabieren. Hab ich? Okay. Gut, dann geben Sie dort ein, E wie Ida. Aha. T wie Theodor. Aha. R wie Richard. Ja. Anton, Dora, Emil, Siegfried. Sind Sie soweit? Aha, I trades. Genau, dann kommt Minus oder Bindestrich. Aha. Dann kommt Baby Paula. Paula, ja. Richard. Aha. Otto. Aha. Und komm. Okay. Hab ich. Was denn? Ich sagte, hab Was ich. haben Sie bitte? Ah, okay. Sind Sie schon auf die Seite? Ich bin drauf, ja. Okay, was sehen Become Sie jetzt your dort best bitte? version. Verstehe. Gut, dann das können Sie auf Deutsch übersetzen, wenn Sie Brauche ich möchten. nicht. Okay, Deutsche alles klar. Übersetzung ist oft Gut. grottenschlecht, Alter. Ich lese lieber immer Original, dann weißt du, wo du bist. Nein, Gut, das ist dann wie scrollen Sie mit mal so bitte ganz Filmen, nach Alter. Weißt du, du unten. guckst so einen, deinen Lieblingsfilm irgendwann mal auf Englisch und denkst, Scheiße, da fehlt die halbe Geschichte in der deutschen. Das ist doch zum Heulen. Echt? Ja, ist so, oder so Aber wirklich so das ganz, ist, ganz schlimme aber. Übersetzungsfehler, wo du denkst, Alter, seid ihr nie zur Schule gegangen? Verdammt, ihr arbeitet in Hollywood, Blair. Wer denn? Die, die Übersetzung machen, oder? Ja klar, ich habe jetzt schon ein paar Filme gehabt, weißt du, da guckst du das Deutsche und denkst, was wollen die gerade sagen? Da guckst du irgendwie mal ins Aha. Englische rein und denkst, ja, okay, jetzt macht das alles Sinn. Ist komisch. Aha. Okay. Aber wieso denn? Sie sind aber Deutsch, oder? Was? Sie sind aber Deutsche, oder? Ich bin von Kasachstan. Kasachstan. Dann Ja. heißen Sie Karl Ritterhaus. Ja klar. Wie kommt das denn? Meine Eltern sind Aussiedler gewesen, vor 30 Jahren zurückgekommen. Echt? Aha. Okay. Als eiserner Und ist Vorhang das? gefallen ist. Glasnost und Okay. Perestroika. Nee, jetzt kenne ich mich nicht aus, also Ach nicht so gut so. aus mit der Historie. Das muss Genau. man auch nicht, wenn es einem nicht Geschichte. betrifft, warum auch, ne? Bitte? Ich sag, wenn es einem auch nicht betrifft, warum auch, sollte man. Ja, genau, natürlich, so ist Ist es einfach so. eigentlich. Naja, ist das Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Welche? Zwar haben Sie so viele? Haben Sie Du, ich habe eine okay, ist für das da? Amazon, ich habe eine für eBay, ich habe eine für ab 18 Seiten. Man muss ja, will ja nicht überall Werbung kriegen, verdammt. Nennen Sie mir einen von denen, bitte. Taube wie der Vogel.
Ja. 88@aol.com. Okay. Und Taubenmann 1977@web.de, ist es auch aktuell? Nee, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr. Ah. Weil die Anmeldung wurde mit dieser E-Mail-Adresse gemacht. Deswegen kann sein, will ich nicht ausschließen. Irgendwann verlierst du den Überblick. Okay, dann schauen Sie mal bitte ganz nach unten, wo Sie dann auch unsere Lizenznummer sehen können. Haben Sie da ganz unten gescrollt? Was soll ich machen? Ganz nach unten auf unsere Seite scrollen. Ja, ich bin jetzt ganz unten. Unten wo? Im Keller, oder? Spaß. Ich mag deinen Humor, du kannst rüberkommen und Party machen. Was ist denn da? Warum dürfen Kollegen aus Amerika, Afghanistan, Ukraine, Irak, Iran, Japan, ja, Britisch, Kolumbien und Israel bei euch nicht mitmachen? Aber Russen dürfen, oder was? Nee, Russen auch nicht. Die stehen aber nicht mit auf der Liste. Brecht ihr Sanktionen, oder was? Aber was haben die ukrainischen Kollegen getan, dass die da nicht mitmachen dürfen? Oder die Japaner? Also mal ganz ehrlich, die Japaner sind doch die friedlichsten kleinen Menschen, die es gibt. Warum dürfen die nicht mitmachen? Naja, das sind ja also Gesetze, die dort also so vorgeschrieben sind. Dass man kann in Japan zum Beispiel oder mit Japaner, also wer eine japanische Nationalität hat, dann kann hier nicht dazu teilnehmen. So krass. Ist ja. Und was mit Israel? Eigentlich, die dürfen auch nicht mitmachen, wegen Gaza, Israel oder was? Israel auch nicht. Genau, wegen Gaza. Ah. Hauptsächlich. Na, nee, Mensch, da kriegt ihr aber riesen Shitstorm, wenn ihr das macht. So, also, was hat das jetzt mit... Warte, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Das ist Australian Security and Investment Commission, aber Britisch-Columbia darf nicht mitmachen. Obwohl Australien und Britisch-Columbia beide so zur Krone gehören. Naja, aber es haben nicht also miteinander zu tun. Es ist interessant. Ich finde das spannend, wie das alles funktioniert. Ich meine, Afghanistan wundert mich nicht. Die Kollegen haben noch nicht mal Internet oder was. Naja, wegen das auch natürlich. Und in USA haben auch Probleme mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel. Trump. Willst du Probleme von Amerika mit deinem Wort sagen? Trump. Oder magst du den Kollegen? Warum denn? Warum denn haben sie diese Meinung? Was ist denn mit Trump? Der ist komisch, der Typ. Wieso? Erklären Sie mir das bitte kurz. Weiß ich, der Typ sieht aus, als wäre der Hauptdarsteller in irgendeinem Zombie-Film und Dauergast in irgendeinem Solarium. Und was ist mit dem anderen? Ja, der ist nicht im Solarium gewesen, ist aber auch ein Zombie. Also ich weiß auch nicht, wo finden die diese Leute? Ganz ehrlich, gehen die da abends durch irgend so eine Scheiß... weiß nicht, ob es Kneipen in Amerika gibt oder ob das da auch verboten ist. Aber gehen die da abends durch irgend so einen Salon, Alter, und holen so betrunken und sagen, du wirst jetzt Präsident. Wo haben die diese Knallköpfe? Aber ist ja bei uns, sind auch nicht. Guck dir die Rot von den Grünen an, Alter. Oder die Lange von den Grünen. Da denkst du, Alter, wo finden die solche Leute? Das ist schlimm. Schlimmer geht es gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, wir sollten nicht zu laut sagen, sonst wird es schlimmer. Ja. Oh Gott. Dass sie uns mithören, oder... Wer weiß, aber ist mir scheißegal, sollen die hierher kommen. Ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, ich mach die alle fertig. Habe ich mal aus Spaß gesagt, was ist, sollte wir unser Land vorstellen, habe ich gesagt, in Kasachstan ist Brunnenkampf, also so wie so Ringen, so Catching, so Sumo-Ringen, so in einem Brunnen ist Nationalsport von Kasachstan. Und die haben das alle geglaubt. Irgendwann muss ich mal T-Shirts machen lassen. Kasachischer Brunnenkämpfer. Oh, Blair. Wir haben schon richtig Party gemacht heute. Willst du auch rüber? Wo ist deine Firma, Blair?
In Frankfurt am Main. Viel zu weit weg. Den Grünen. Was? Da kannst du Molotow rüberschmeißen. Also ein Getränk natürlich. Das ist lecker. Was denn? Ein Bierchen? Ha? Bierchen oder was? Ja klar, schmeiß denen mal ein Bierchen rum, dann entspannen die sich vielleicht mal. Die trinken aber nicht, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Wir leben von Luft und Liebe, aber dafür ist die eine von denen zu fett. Ich weiß es nicht. Oh, du bist guter Junge, Alter. Du bist zu weit weg. Wie sieht's denn bei Hamburg, Blatt? Hamburg? Was ist mit Hamburg? Da bin ich. Ah. Ja. Und wie läuft's da? Was ist denn da? Ist gut. Da? Ja? Hast du... Da hast gibt du. Es auch viele Afghaner und natürlich auch die aus hier gibt es alles. Also hier bist du bist schneller fertig, wenn du aufzählst, was es hier nicht gibt, Blair. Du läufst hier 10 Minuten durch die Stadt, du hast alles gesehen. Das ist einfach so, verdammt. Ja. Ja. Dann wäre ich dir so, hier ist Synagoge neben Moschee, neben Hindu-Tempel und irgend so ein Schlangenbeschwörer ist auf der Straße und verkauft Lose. Also hier ist wirklich alles. Multikulti. Aber in Reinform, das verdammt. In Reinform. Gut. Herr Redaus, das war sehr nett mit Ihnen, dieses Gespräch durchzuführen. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Weil ich werde erwartet bei Party. Bei welcher Party? Wo gehen Sie denn? Wir sind bei Kumpel zu Hausparty machen heute. Der hat Haus gebaut. Echt? Sind, alle Männer dort oder gibt das? Nein, verdammt, wir sind doch hier nicht in Afghanistan, Alter, mit Geschlechtertrennung. Was ist los bei dir? Magst du kasachische Frauen, sind wunderschön, Blöd, ich sag dir. Echt jetzt? Ja, Mann. Aus welchem Land bist du? Ich höre so Akzente bei dir. Ich komme aus Polen. Ah, dzień dobry, Blöd. Ja, das einzige und Kurva, das einzige Wörter, die ich kann. Tak. Na, tak weiß ich auch. Und Nimci sagt man doch zu den Deutschen, ne? Auf Polnisch, Nimci, irgendwie sowas. Ja, genau. Krass. So, und du willst mir heute polnische Geld bringen, oder was? Nein, russische Rubeln. Die sind nichts wert, was soll ich damit? Du kannst du indische Rupie kannst du mir geben. Kannst du Gas kaufen? Was kann ich kaufen? Oder brauchst du nicht? Gas? Nee, wir haben eine Elektroheizung, Blöd. Ja, genau, in Hamburg. Das ist so, ja. Ist so. Alles zugepflastert hier. Ja. Ich sag mir, was gut. Ich machen muss, Alter. Ich muss in halbe Stunde muss ich im Smoking sein. Das muss ich erst anziehen, das Scheißding. Naja. Gut, dann wir hören uns nochmal. Wie, wir hören uns nochmal? Ich will Geld verdienen. Sag mir, was ich machen soll. Wir müssen wir müssen das am Montag machen, nach dem Party. Nee, nichts. Da weiß ich doch gar nicht mehr, wer du bist, verdammt. Geht ganze Wochenende. Ja. Du hast gesagt, dauert 10 Minuten. Wir jetzt schon WhatsApp. 13 Minuten sprechen. Du sagst mir jetzt, was ich machen soll und dann mache ich fertig und dann ist automatisch, das ist ne? Ganz einfach. Das ist ganz einfach. Du zahlst hier 250 Euro. Aha. Dann kannst du bis 200 Euro im Monat erwirtschaften. Ja, durch diese Roboter Trading. Ist aber ein bisschen wenig, geht auch mehr? Naja, das ist das Maximalste, das du hier erwirtschaften kannst. Nee, ich meine mit Kapital. Mehr. Ah, Kapital. Ja. Ja, man kann auch 100.000 hier. Das ist ein bisschen viel. Dann sag mir, was kannst du denn hier? Super, wie kommt drauf an, was ich zurückbekomme. 15, kommt aufs Angebot an. Naja, dann machen wir ein gutes Angebot. Ja, mach mal. Zahlst du 15.000, aha, dann kriegst du 5.000 in 2 Wochen. Sollen wir so machen? Das kannst du garantieren, oder was? Garantieren? Ja, dann 100%. Dabei. Давай, блядь. Давай. Говори по-русски, сука, блядь.
Kannst du nicht Russisch, ne? Ja, rede aus. Dann viel Spaß heute beim Kumpel. Und, da bin ich doch schon. Was soll ich jetzt machen? Nee, wie gesagt. Kann die Kreditkarte glüht, dabei. Haben Sie Kreditkarte dabei? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gar keine. Was für Karte haben Sie denn? Wie zahlen Sie denn in der Regel? Wie sagt man immer so schön bei Kasachstan? Money talk, bullshit walk. Aber nicht auf Englisch, sondern halt auf Kasachisch, weil wir folgen dem Falken. Aber ich kann überweisen. Ist kein Problem. Okay. Schicke ich dann dir die Bankdaten. Ist Karl, geil. Und dann machst du eine schöne, fette Überweisung in Höhe von 15.000. Kriegen wir und dann hin. Dann kriegst du... Warte, ja, ich krieg gerade noch einen Drink. Einen Moment bitte. Спасибо, Brata. Okay. Also, kann weitergehen. Ist die siebte Wodka heute. Erzähl. Also, schicke ich dir dann die Bankdaten, dann machst du die Überweisung. Und dann schickst du mir ein Foto vom Beleg, oder? Das kriegen wir hin. Kann ich machen. Wann brauchst du? Wie lange bist du da heute? Ist ja schon spät, Alter. Wie lange musst du denn arbeiten? Ist Samstag heute, blöd. Bis um 21 Uhr. Heute. 21? Muss. Ja. Das ist ja fast Nachtschicht, ich Alter. Genau. Ich krieg natürlich auch mehr dafür und muss ich auch ein paar Sachen erledigen, deswegen. Ja klar, irgendjemand muss machen, aber was kostet der Scheiß eigentlich überhaupt? Ich, der Arme, muss ich hier bis um 21 Uhr bleiben, scheiße. Ja Mensch, musst du mal andere Arbeit probieren, aber ist wahrscheinlich gute Arbeit, oder? Ja, genau. Ist gut, was bezahlen die für 9 Stunden? Circa 80 Euro. Kannst du mir nicht erzählen. Ja. Ist wirklich so. Netto. Auch noch. Nein, ja, warte, jetzt komme ich durcheinander. Nein, netto ist nicht. Brutto brauchen wir. Ja, warum? Nee, netto. Gut. 80 netto. Guter Mann. Brutto geht das bei 120. Ist gut. Das kann man sich sagen lassen, oder? Ja. Ich habe E-Mail gekriegt von Lisa Müller. Das bist aber nicht du, oder? Nein, Müller. Was für Müller? Um Gottes Willen. Weiß ich, hier steht, sehr geehrter Kunde, letzte Woche habe ich Ihnen eine Nachricht mit einer Entschuldigung von mir und meinem Chef geschickt, der Ihre Bestellung durch unser Verschulden nicht ab... Nein, das ist was anderes. Das ist aber gerade gekommen. Sie denn? Nachrichten von Amazon oder? Nein, das ist von tof-hazel.com. Was haben Sie dort bestellt? Proteinshake. Protein, für was? Für Pumpen, Alter. Zu pumpen. Ich hab doch gesagt, ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, Alter. Wir müssen immer in Form sein, blöd. Wofür brauchst du denn Proteine? Ja, zu Power machen, Alter. Powerlifting. Ja, was für Power? Hast du keinen Power, Karl, oder was? Man kann nicht genug haben, oder was? Naja. Ist komprimiert, Alter. Du kriegst mit einem so Drink von Holy Energy, kriegst du alles, was du brauchst, ohne dass du was fressen musst. Du hast nur das gute Zeug und dein Körper muss nichts verarbeiten, ist kein scheiß Chemikalie-Dreck drinnen und du hast so richtig Power für 10 Brunnenkämpfe, Alter. Das ist einfach so. Und wie alt bist du, Karl? Ich bin 36 und du? Ich bin 39. Ich hätte gedacht, du bist 20. Dann brauchst du nicht, oder? Du? Nö, nee, das... Du hast ich, Junge, du hast... Ich ja nicht. Stimme leider, wie ein nicht junges mehr. Fallen, blöd. Ist gut, keine Beleidigung, Zucker. Na gut. Ich habe noch kein... Schicke ich dir? Ich klicke hier wie ein Meerschweinchen im Laufrad, aber ist kein E-Mail gekommen. Naja, nee. Gibst du mir deine WhatsApp-Nummer? Ha? Wo ich dann. WhatsApp, Alter, das ist 2024. Kann? Wer benutzt WhatsApp? Ich zum Beispiel. Tut mir leid für dich. Da lesen die Amerikanski auch mit denen du keine Geschäfte machen darfst. Oh, Scheiße. Wir nutzen nur Signal und Telegram hier bei kasachische Brunnenkämpfer. Okay, dann. Gibst du mir deine Telegram-Adresse? Ja, klar. Wo ich dann die Bankdaten schicken kann? Scheiße, ich weiß das gar nicht auswendig. Warte mal. Kannst du schreiben, @? Was arbeitest du, Karl? Ha? Was arbeitest du? Straßenbau.
Straßenbau? Ja. Verdienst du aber gut Geld, oder? Wow, ist gut, ist gut. Ein paar Jahre brauchst du, weil so hast du nur so arme Schlucker. Aber ein paar Jahre bist du dabei, ja, kannst du gut verdienen. Keine 120 die Stunde, aber... Aber Winter und schlechtes Wetter gibt. Nein, du hast doch gesagt, du bist bei 120. Ja. Da komme ich nicht hinterher, aber ich bin halt auch kein Wolf von Wall Street, verdammt. Du bist aber immer noch jung, oder? Ja, ich bin noch jung, aber es ist schwere Arbeit, kannst du nicht das ganze Leben machen. Aber die Grünen sagen ja, wir müssen bis 75 Proteine arbeiten. Zuckerblärt. Gut. Schickst du jetzt schick oder was? Dir dann die, genau. Wo soll ich jetzt gucken? Ich klicke hier bei E-Mail, ich klicke bei Instagram, ich klicke bei Telegram. Wo soll ich gucken? Bei Telegram. Du wolltest mir ein E-Mail schicken, verdammt. Ich bin hier. Ich habe nur ein Display und zwei Hände. Kann ich nicht alles machen. Und meine Frau guckt auch schon wie ein Otter. Scheiße, jetzt hat er aufgelegt. Oh, geilster Call seit langem. Hoffentlich schickt er noch die Bankdaten, damit ich ihn knacken kann.